Meinst du, das wird was? Weiß noch nicht so ganz. Was hast du denn vor? Naja, also die Kinderbibeltage können ja leider nicht stattfinden. Und dann habe ich gedacht, dass wir ein Video für alle Kinder drehen. Oh, ein Video. Ja. Das ist aber toll. Ja. Dann starten wir mal, ne? Ja. Also, hallo liebe Kinder. Hallo. Ich bin die Maus aus Lottershausen. Und ich bin die Eule aus Neunkirchen, aus dem Kirchenwald. Herzlich willkommen zu den Kinderbibeltagen. Online und per Post. Oh, das klingt aber spannend. Oh ja. Ich übernehme das mal, okay? Also, die Kinderbibeltage 2020 müssen leider entfallen, aber nicht ganz. Wir machen das anders als geplant. Wir hätten euch eigentlich durch die Kinderbibeltage geführt, begleitet, Geschichten erzählt. Jetzt läuft das anders ab. Und zwar wie? Anders. Ja, anders. Ja. Ja. Und dazu haben wir uns viele Gedanken gemacht, ja, damit es auch ganz spannend für euch wird. Du Eule, du bist doch schlau. Erklär mal, was da so Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, liebe Kinder, haben wir Päckchen für euch vorbereitet. Eine wunderbare Idee, ich liebe Post. Post ist toll. Freue ich mich. Wird super. Und in den Päckchen, da gibt es für jeden Tag von Montag bis Mittwoch ganz viel Sachen drin. Und die werden euch am Montag gebracht. Ja, da schicken wir extra Postboten nur für euch. Juhu! Und in den Paketen, da ist eine Geschichte drin. Für jeden Tag eine. Dann muss mir die Mutti vorlesen. Und zu jeder Geschichte gibt es auch noch ganz viel zum Basteln. Ausmalen, schneiden oder kleben. Und die gebastelten Sachen, die wollen wir gerne sehen von dir. Mach uns ein Foto, dann freuen wir uns sehr. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns ganz bald hoffentlich wieder, wenn das mit Corona rum ist und wir die nächsten Kinderbibeltage machen können. Wir freuen uns auf dich. Viel Spaß auf jeden Fall schon bei diesem Mal und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und Gottes Segen für dich. Tschüss. Tschüss.